Hi Leute, ich bin Karin und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar gibt es heute mein Mini-TBR für den Oktober. Und zwar habe ich nämlich vor, am Ende des Monats noch ein Video für euch zu machen. Und dafür muss ich auch den ganzen Monat lesen. Deswegen, ich habe 2 TBRs und dann insgesamt wären es dann 10 Bücher, glaube ich. Aber ich habe mir trotzdem ein paar Bücher rausgesucht, deswegen, die ich unbedingt diesen Monat lesen möchte. Wollte diesen Stapel aber nicht zu hoch halten, weil ich eben noch dieses andere Video mache. Und die Bücher zeige ich euch jetzt. Ich habe kein genaues Prinzip dieses Mal rausgesucht, sondern einfach nur Bücher, die ich entweder gerne jetzt demnächst lesen wollen würde oder zum anderen, wo ich hoffe, dass es irgendwie so Herbst-Vibes hat. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten mit dem ersten Buch. Und zwar, ich hoffe perfekt wegen dem Titel, We Fell in Love in October. Einmal als so Leseanreiz, das Buch endlich mal in die Hand zu nehmen. Ich habe das jetzt so lange schon hier liegen. Ich wollte schon letztes Jahr im Oktober kaufen. Es ist mal wieder Zeit für mich für eine WLW-Story. Und zwar wollte ich der Autorin nochmal eine Chance geben, weil mir ihr erstes Buch nicht so ganz gefallen hat. Das geht jetzt natürlich in eine andere Richtung. Deswegen wollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben und mal gucken, wie ich so das Buch finden werde. Dann ein Buch, wo ich hoffe, dass es mich nicht enttäuschen wird. Ihr Debütroman, und zwar von Gabriela Santos de Lima, Writers in New York. Ich hoffe, es hat Herbst-Vibes. Ich weiß es aber nicht. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich hoffe es einfach, weil es ist ein Gabriela Santos de Lima Buch. Und wenn es teilweise so sad Girl-Vibes haben sollte, wie ihre anderen Bücher mittlerweile, dann safe. Und dann habe ich mir einen kleinen Stapel englische Bücher noch rausgesucht. Und zwar habe ich mir einmal rausgesucht, Most of All You. Ich wollte unbedingt endlich wieder ein Buch von der Autorin lesen. Ich habe jetzt wieder vergessen. Ich glaube, das andere Buch, was ich von ihr hier habe, More Than Words, glaube ich, das sollte so ein Childhood Friends to Lovers gewesen sein. Darauf hatte ich ja weniger Lust. Das ist, glaube ich, mehr so in diese Depression-Richtung. Ich hatte mir das so ein bisschen durchgelesen gehabt, aber jetzt weiß ich halt wirklich überhaupt nicht mehr. Aber es hatte mich mehr angesprochen als More Than Words, deswegen habe ich das jetzt mit auf mein TBR getan. Mal schauen, wie schnell ich dazu komme, aber na gut. Ich bin froh, wenn ich überhaupt was von diesem TBR diesen Monat schaffe. Dann ein Buch, was ich mir erst gekauft habe, was vielleicht von dem Vibe ganz interessant sein könnte, bei Thriller, glaube ich. Und zwar How to Kill Your Family. Gehe ich mal einfach davon aus, dass es ein bisschen zum Vibe passen würde. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wollte ich unbedingt lesen. Ich habe das zusammen, also mit ein paar anderen Büchern gekauft, aber das seht ihr auch nochmal in meinem Neuzugangsvideo mit Bunny. Bunny sollte auch ein so Thriller-Crime in diese Richtung gehen, aber ich habe mir How to Kill Your Family erstmal dafür rausgesucht. So ungefähr diesen Vibe. Ich wollte ein bisschen mehr in diese Richtung lesen mal. Und ja, ich hoffe, dass es mich überzeugen wird. Und dann, wenn wir schon bei Sad Girl Vibes sind, ich habe letzten Monat ein Buch von Sally Rooney gelesen. Und zwar Conversations with Friends. Wie ich das fand, seht ihr am Samstag in meinem Lesemonat. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, noch ein anderes Buch von ihr zu lesen. Und zwar Beautiful World, Where Are You? Ich habe mir das jetzt extra aufgehoben, um es diesen Monat zu lesen. Und ich denke, ich werde auch nicht so lange dafür brauchen. Also ich habe richtig Lust auf alle Bücher von diesem TBR, sie endlich zu lesen. Ob ich es schaffe, ist eine andere Sache. Ich glaube, dass es thematisch auf jeden Fall ein bisschen besser mir gefallen könnte, wenn es ungefähr in diese Richtung geht, wie ich denke, als Conversation with Friends. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben, einfach dadurch, dass ich ja das andere Video habe. Ich war auch erst am Überlegen, mache ich jetzt diesen TBR oder nicht. Ja, deswegen, ich habe das jetzt wieder ein bisschen durchgerusht. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr diesen Monat lesen möchtet. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. In der Woche kommen, wenn es gut läuft, 3 Videos online. Ansonsten könnt ihr gerne die Links in meiner Videobeschreibung abchecken. Da kommt ihr zu meinen Social Medias. Also da ist jeder wichtige Link drin auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag zu meinem Lesemonat wieder. Bis dahin. Tschüss. Thank you.